Hey Leute, was geht ab? Heute geht's weiter mit LEGO Nexo Knights und da schauen wir uns das Magazin Nummer 17 aus dem Juli 2017 an. Das kostet in Deutschland 3,99 €, in Österreich 4,40 € und in der Schweiz kostet es 7,90 Schweizer Franken. Und auch heute haben wir wieder drei coole Extras dabei. Da hätten wir einmal den Steinflitzer, dazu noch 5 Sticker und eine Combo Nexokraft. Okay, dann lösen wir jetzt erstmal das Zubehör. Das ist wieder mit Tesa befestigt. Einmal hier oben den Steinflitzer und dann da unten noch die Aufkleber. Okay, dann werfen wir als erstes mal einen Blick ins Magazin. Da sehen wir hier auf der ersten Seite gleich das Inhaltsverzeichnis. Es geht los auf Seite 4 mit dem ersten Extra, dem Steinflitzer. Da wird wahrscheinlich eine kleine Aufbauanleitung drin stehen. Dann auf der Seite 5 geht's los mit dem ersten Teil des Comics. Auf Seite 14, Aarons Flucht hilft dem Ritter zu entkommen. Es wird wahrscheinlich so ein kleines Rätsel sein. Dann auf der Seite 16 gibt's das zweite Extra, die Combo Nexokraft. Auf der Seite 17, in der Mitte des Hefts, finden wir dann die beiden coolen Poster. Die werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Auf Seite 22 haben wir dann 2 gegen alle, Lance und Aaron gegen die Monster. Und auf Seite 24 geht dann das Comic weiter. Auf Seite 32 haben wir das dritte Extra, die 5 Sticker. Auf der Seite 33 haben wir dann noch eine kleine Umfrage und eine Verlosung. Und auf der Seite 34 gibt es dann noch eine Vorschau auf die nächste Ausgabe. Die schauen wir uns dann ganz zum Schluss an. Okay, dann blättern wir mal kurz ein bisschen durch. Wie gesagt, hier gleich auf Seite 4 haben wir eine kleine Aufbauanleitung für den Steinflitzer. Und hier auf der nächsten Seite beginnt dann das Comic. Hier sieht man auch schon mal den Steinflitzer im Comic. Das werde ich jetzt aber überblättern, weil ich euch da nicht spoilern möchte. Dann haben wir hier auf Seite 14 und 15 Aarons Flucht. Das sind dann ein paar Rätsel. Auf Seite 16 ist dann das nächste Extra, die Combo Nexokraft. Und hier haben wir dann die beiden Poster, die werde ich mal kurz raustrennen. Und auch heute gibt es wieder eine Abstimmung. Ihr könnt wieder auswählen, welches Poster ihr cooler findet. Entweder das hier, Lance ist Doppellanzencruiser. Oder das hier auf der anderen Seite, Ruinas Käfigroller. Also ich muss sagen, dieses Mal ist es ziemlich schwer. Ich wüsste jetzt nicht, für welches ich mich da entscheiden würde. Wenn ihr bei der Abstimmung mitmachen wollt, müsst ihr einfach rechts oben auf den weißen Kreis mit dem i klicken. Und da kommt ihr dann zur Abstimmung und die ist wie immer freiwillig, anonym und kostenlos. Und hier seht ihr jetzt auch noch das Ergebnis vom letzten Magazin. Da habe ich euch ja auch gefragt, welches Poster würdest du aufhängen? Und das Ergebnis ist schon eindeutig. Also Team Stein haben von euch 74% gewählt und Team Ritter 25%. Und zudem hatte ich euch noch die zweite Frage gestellt. Welche Bösewichte findest du cooler? Und das Ergebnis seht ihr auch hier. 54% sagten, ich finde beide gleich cool. 32% fanden die Steinmonster cooler. 11% die Lavamonster und 2% sagen, ich mag nur die Nexo Knights. Gut, dann schauen wir uns jetzt das Magazin weiter an. Das Ergebnis von der Abstimmung heute, das gibt es dann natürlich im nächsten Magazin. Und hier auf Seite 22-23 sehen wir dann noch zwei Sets. Einmal hier rechts Ruinas Käfigroller und links Lance gegen Lightning. Auf Seite 24 geht dann das Comic weiter. Das werde ich mal kurz überblättern, weil wie gesagt, da möchte ich euch nicht spoilern. Dann haben wir hier auf Seite 30 und 31 wieder ein paar Rätsel. Auf Seite 32 sind dann die Sticker, das nächste Extra. Und Seite 34, das schauen wir uns nachher dann an, die Vorschau auf das nächste Magazin. Aber vorher schauen wir uns noch die Extras an und wir starten mit dem Stickertütchen. So sieht es von vorne aus, so von hinten. In einem Stickertütchen sind 5 Sticker enthalten und wir schauen jetzt mal rein, was für welche wir hier drin finden. Ach ja, und in jedem Tütchen ist ein Sticker, ein Glitzersticker garantiert. Hier mal als erstes den Lance, der hat die Nummer 60. Dann haben wir hier die Lavaria, ist das glaube ich, mit der Nummer 124. Hier mal eine Nexokraft mit der Nummer 162. Da haben wir den Chestro, der sagt wohl das Wetter an, mit der Nummer 181. Und hier haben wir dann noch einen Bewohner von Knighton. Er hat auf jeden Fall hier, sieht so aus wie das Zeichen von Axel. Also er könnte vielleicht der Vater von Axel sein, weiß ich leider gar nicht genau. Er hat auf jeden Fall die Nummer 173. Und hier seht ihr jetzt nochmal alle 5 Sticker im Überblick.
Okay, dann schauen wir uns als nächstes den Steinflitzer an. Der ist hier in so einer Tüte drin. Hier seht ihr schon, das ist eine Limited Edition. Die Altersempfehlung ist 5 Jahre plus. So sieht die Tüte noch von hinten aus. Und wir werfen da jetzt mal einen Blick rein. Und so sieht der Steinflitzer jetzt aus, wenn er zusammengebaut ist. Hier hinten sieht man zwei Blitze, zudem eben noch die vier Räder. Und hier vorne sind ein paar Steinandeutungen. Und zudem haben wir noch Platz für eine Minifigur. Und dann nehme ich hier die Figur aus dem letzten Magazin. Die kann man aber nur ins Cockpit stellen, also die kann man nicht setzen. Man steckt sie einfach auf diese beiden Studs hier drauf und dann sieht das so aus. Und natürlich rollt das Fahrzeug auch richtig gut. Gut, dann sehen wir hier jetzt noch die Vorschau auf das nächste Magazin. Das erscheint am 13. Juli und in dem Magazin gibt es dann sogar 4 Extras. Wir bekommen eine Minifigur, nämlich den Aaron Fox, zudem noch eine Combo Nexo-Kraft, ein Booster, das werden wahrscheinlich die Trading Cards von Nexo Knights sein und nochmal 5 Sticker. Gut, das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.